man ganz leicht Gemüse garen kann mit der AMC. Komm mal ein bisschen näher, ich zeig dir das. Wir nehmen uns einen normalen 4 oder 4,5 Liter Topf, die Navigenio und unseren Audiotherm. Ja, diese drei Sachen. Wir nehmen den Deckel, tun ihn hier rein. Jetzt garen wir Gemüse normalerweise ohne Wasser. Wir spülen das Gemüse einfach nur aus und tun es tropfnass in den Topf. Aber für euch mache ich das jetzt extra so, damit ihr ungefähr eine Richtlinie habt, wie viel Wasser trotzdem drin sein muss, damit dieser heiße Dampf entstehen kann, wo das Gemüse dann nachher dämpft. Ich nehme mal ein volles Pinchen, das sind 5 cl ungefähr. Mach das in den Topfboden rein. Wenn du vielleicht einmal kurz und einmal zeigst, das ist fast gar nichts. Sieht man das? Ein ganz bisschen. Dieses Wasser verdampft nachher, da habt ihr nichts, also kein Wasser mehr im Topf, sondern nur noch heißen Dampf. Jetzt mache ich nach und nach das rein, was ich gerne reinhaben möchte und fange an mit den Sachen, die am längsten brauchen, wie zum Beispiel Kartoffeln. Habe ich Kartoffeln hier mit rein? Nehme Blumenkohl, Blumenkohl mit rein. Nehme Möhrchen, die mit rein. Und Paprika, mache ich auch gleich mit rein. Ob es jetzt anderes Gemüse ist, spielt überhaupt keine Rolle. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Ne? Und dann habe ich noch ein paar Tiefkühlerbsen. Die mache ich auch noch mit rein. So, haben wir alles drin. Man soll ja bunt essen. Schön knallig. Deckel oben drauf. Und jetzt haben wir den Pieper hier. Ganz simpel, wir haben zwei Knöpfe, links und rechts. Und wenn wir irgendwo drauf drücken, ist egal wo, dreht sich so ein Kreis hier. Sieht man noch. Wenn man nochmal drauf drückt, haben wir 10 Minuten hier. Die Kartoffeln brauchen am längsten von den ganzen Sachen. Ich denke so um die zwischen 10 und 15 Minuten. Ich gebe hier mal 15 Minuten ein und tue den hier oben drauf. Wir haben hier ein Fleischsymbol und ein Möhrensymbol. Fleisch ist zum Anbraten, Möhre ist zum Garen. Und wenn ihr wollt, dass das komplett automatisch alles passiert, habt ihr hier bei eurer Navigenio die Regulierung Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5, Stufe 6. Die letzte Stufe ist Stufe A. Das ist Automatik und der kocht dann komplett für euch. Ich nehme jetzt den Audiotherm, wo ich die 15 Minuten habe, tue den hier oben auf die Möhre drauf mit dem Pfeil und drehe den einmal rum und bleibe mit dem Pfeil oben auf der Möhre. Hier sieht man jetzt eine Möhre oben und er fängt an blau zu blinken. Ab diesem Moment könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr macht das komplett von alleine. Das ganz bisschen Wasser, was da drin ist, bringt ihr jetzt zum Kochen, damit es heißer Dampf wird. Heizt das auf bis zu zwischen 80 und 98 Grad, schaltet dann die Herdplatte auch ab. Verbraucht fast keinen Strom und es ist so schonend, dass viel, viel mehr Vitamine, ungefähr 50% mehr Vitamine drin sind und vom Geschmack her ist ein Riesenunterschied. Und ihr habt wieder keine Arbeit. Ja, den Rest macht AMC komplett von alleine. Und nach 15 Minuten gucken wir mal rein, ob es lecker ist. So, Gemüse hat gerufen, ist fertig. Gucken wir mal rein. Sieht man das? Von den Farben her knallig geblieben, genauso wie es sein soll. Der heiße Dampf, da ist kein Wasser mehr drin. Und vom Geschmack her garantiere ich euch, werdet ihr jetzt selber ausprobieren, einen riesen Unterschied zwischen normalem Gemüse kochen. Guten Appetit!